Stonington-Frauen mit Bavarian Race Tischtennis Cup. Eglosheim, Frauenstein, Bamberg. Kleiner Ort in der Fränkischen. Und er ist auch aus der Fränkischen, der kleine Grüne hier, Domme. Pettensiegel im blauen Shirt, Tobias Polster. 0-0. So, ja. Mach so ist es. 1, 2, 3.
Verfeinern mit dem Kurzstrom. Ja, das funktioniert viel besser. Weil du auch eine Frau bist. Ja. Ja.
Wie steht's denn bei euch? Ja, führt 1-0. An die geht's jetzt auch für 300 so langsam. Ich habe heute nicht, bin ich der Zweite in der Jugend. Insgesamt. Aber habt ihr nicht noch eine Jugend? Nee, haben wir nicht, aber weil es ist trotzdem für mich halt so, stehst so Zweiter und so von Patrick. Ja. Und Patrick kennst du ja. In der Spielzeit die Jahre dieselbe Laie. Ich bin immer gegangen, wenn ich mit Brenner gegangen spielt. Aber im Grunde bin ich nie rangekommen. Da hatte immer so um 12,50 rum. Und bis vor 2 Jahren habe ich an die 1100. Und irgendwie habe ich dann einen Sprung gemacht, ich weiß es auch nicht. Der TT-Race mitgespielt. Pro Race, 20 Punkte. Na, für dich bringt es überhaupt ja. Immer 5-6 Punkte. Ja. Aber vom Spiel her. Normal ist es besser gesetzt. Normalerweise spielt er 1 oder 2 1800 damit und dann kannst du auch probieren. Ja. Aber so habe ich auch 6 Spiele gemacht. Ja. Na, das hätte ich nichts. Du stehst dann vor Nico in der Rangliste, oder? Also ich hatte davor 6-2, wenn Nico noch ein bisschen 9. Ja, das stellt er dich davor. Ja, ich weiß. Ja, das ist eine gute Auswahl für den 2-2. Ja, weil der Nico, der spielt ja nur im absoluten Notfall. Und jetzt in der letzten Saison hat er halt beim letzten mitgespielt, weil er unbedingt wenn sie aufsteigen, mitspielt. Das war ja geil, da war ich dann als Zuschauer dabei und danach bin ich sie gegangen. Weißt du, Nico ist dann immer so einer, ja, Ernährung und so, aber da hat er dann drauf geschissen. Ja, einfach mal so KFC so eine ganze Packet gesehen. Hat er sich auch verdient. Zum 0 haben sie gewonnen in den Kreisbach. Hat der Handy mitgespielt, ne? Der Riemann. Der hat nämlich seine Fresse immer. Und dann ist er gewechselt und dann sagt er, ja, er ist besser als der Flur, hat er immer gesagt. Ne? Und du wolltest dich dann vom Flur mit coachen, weil er gesagt hat, er ist besser als der Flur. Und dann hat der Flur den Händen mit 3-0 abgezogen. Weißt du, ich habe mich dann extra oben hingestellt, weil der Karol jetzt macht, dann hörst du das dann von oben besser, wenn man klatscht. Ne? Die ganze Zeit so richtig krass geklatscht und so. Schau immer, wenn der wieder einen Punkt gemacht hat. Der ist nicht so beliebt, ne? Der Henry, ne. Den habe ich auch. Ich habe einmal gegen ihn gespielt. Ich bin hier wirklich. Ich bin wirklich ein geduldiger Typ, ne? Also auch ja. Generell von meinem Wesen, ich nichts. Aber den habe ich Vorsatz von echt beschimpft. Ja. Das passiert mir nie, ne? Ich hab nur Bauern. Und dann hat er mal einen gemacht, hat das ganz ironisch. Entschuldigung, immer gemacht. Ja, auch mal Bauern. Ja. Beim Ball holen sie auch seinen Vater zu, glaube ich. Gegen Günther hat er extra leise gezählt. Leider ist jetzt ein Fenster für Discover nächsten Samstag. Ja. Jonas, Discover, spielst du mit nächsten Samstag? Nächsten Samstag? In Frensdorf. Ich spiele da noch. Wieder mit? Das erste oder zwei? Ich spiele beide. Der Henry wohl auch? Nee, der Henry spielt. Der Henry meldet sich für alle Kobas an und dann schaut er, wenn die Punkte zu wenig sind von seinen Gegnern, meldet er sich wieder ab. Geht ja gar nicht. Du kannst nachschauen, am Tag davor kannst du dich noch abmelden. 18 Uhr am Tag davor sind die Dinger online und kannst dich noch abmelden. Aber du kannst vormelden, die Schluss schon mitspielen. Wie? Bei uns der Christoph. Der ist irgendwie fauler, bei der Anmeldung musst du irgendwas merken, was oben im Browser steht. Wenn du das dann irgendwo anders reinkopierst, kommst du automatisch auf die aktuelle Medienliste. Ja, irgendwie so, und dem sein Vater ist ja ITler, also ja, du kannst das auch schon. Ja. Spielst mit dem Fenster? Muss mal gucken, ob ich da Zeit. 27.05. Ja, darf gehen. Also ich hab ja auch gemeldet. So, mal schauen, wie das jetzt ausgeht. Ja, hoffen wir mal, dass es nichts Schlimmeres ist. Ein Kumpel von mir hatte dasselbe, der hatte dann irgendwie einen Kapselriss oder irgendwie sowas. Nein, ich hab das hier, das ist der Muskel halt, ne? Ja, irgendeinen Riss hatte der dann. Gegen ja, den Kai Rommel habe ich mir die Adduktoren gezerrt. Echt? Das hat ein halbes Jahr gedauert, bis das nicht mehr war.
Es geht schon. Nur der Profit, ich auch in der Fälle, ich habe die Fälle, ich auch in der Fälle.
Thank you.